ich unterwegs und voll in Urlaubsstimmung. Ja, ja, heutzutage mit den ganzen Corona-Maßnahmen, ne, wenn man da vor die Tür gehen darf, ne, zum Arbeiten in meinem Fall, dann muss man es genießen. Ja. Siehst du an meiner Stimmung. Genau. Also wohin geht's? Ich habe eineinhalb Audis, sagen wir es mal so. Das zweite Audi ist noch nicht ganz klar. Der Kollege ist ausgefallen und jetzt muss noch irgendwie sehr, sehr kurzfristig geklärt werden, ob ich einspringen soll oder nicht. Das ist das zweite Audit, die zweite Wochenhälfte. Aber ab morgen, also heute ist Sonntag, ab morgen habe ich ja, zwei Tage Audit bei einem wirklich tollen Unternehmen. Zwei jungen Unternehmer, die da im Spiel sind, der familiengeführte Betrieb, der in der zweiten Generation. Macht besonders viel Spaß, weil man einfach eher auf der gleichen Ebene ist in dem Bereich. Ich freue mich jetzt auf die nächsten zwei Tage. Ich treffe einen alten, guten Kollegen, der jetzt auch in Rente geht quasi, seinen wohlverdienten nächsten Lebensabschnitt. Und ich freue mich natürlich tierisch drauf, jetzt noch das letzte Audit mit ihm, bei dem Kunden durchführen zu können und zu dürfen. Ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich ab und zu mal einschalte. Es ist nicht ganz unkompliziert momentan. Ja. Also ich habe auch Schnelltests hier im Gepäck. Dass auch quasi der Bereich noch weitgehend sicherer gestellt wird, ja, so wie halt möglich, eben halt einfach diese Corona-Situation ja angemessen zu handeln. Und ja, ich werde berichten, genau. Ja, worum geht es bei dem Unternehmen? Vielleicht noch diese Sache. Das Unternehmen hat einen zweiten Standort jetzt dazu genommen. Zweites Unternehmen, wenn du so willst, ja, gekauft und aus der Einzelzertifizierung, die eigentlich vorlag, wird jetzt eine Gemeinschaftszertifizierung. Wie gesagt, haben sinnvollerweise, dass sie natürlich dieses Unternehmen mit eingliedern wollen, Zertifizierungsstruktur. Und jetzt geht es darum, im Prinzip hier das neue Unternehmen auch neu auch kennenzulernen und soweit quasi Gemeinschaft dann einfließen zu lassen. Schnell gesagt ist aber, was die organisatorischen Sachen angeht, gar nicht so unkompliziert. Ja. Gott sei Dank ist es ein kleines Unternehmen, relativ klein, überschaubar, es ist halt ein mittelständisches Unternehmen. Aber ja, insofern werden wir das halt nachhaltig handeln. Ist natürlich unterm Strich auch immer wieder die Frage, was für Faktoren es da so gibt. Natürlich diese K.O.-Kriterien, ja, wenn es um die Matrix-Zertifizierung geht, die sogenannte, also im Sprachgebrauch spricht jeder eigentlich über die Matrix-Zertifizierung, aber eigentlich ist es die Gemeinschaftszertifizierung und da gibt es zwei Verfahren. Eins davon ist das Stichprobenverfahren. Ich habe dazu mal ein Video gemacht, ich verlinke dir das auf jeden Fall mal hier oben, kannst du dir auf jeden Fall anschauen. Da gibt es ein bisschen Informationen zu der ganzen Geschichte. Und ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden und genieße hier noch meinen Urlaub, sage ich mal, ne? Mein Urlaub auf dem Weg zum Audit an einem Sonntagnachmittag. Ja. Insofern viele Grüße, ja, und wir sehen uns. Ich werde dich mitnehmen. Bis dann.